Die Hauptversammlung von K+S 2019 geht zu Ende. Es war eine sehr kritische Hauptversammlung. Viele kritische Fragen von den Aktionären. Auch ich habe viele kritische Fragen gestellt und zu Recht, wie ich finde. Denn mit dem Ergebnis vom letzten Jahr können die Aktionäre von K+S nicht zufrieden sein. Das Drama ist ja das, ich habe es im ersten Teil des Videos vor der Hauptversammlung schon gesagt, dass K+S seit 2013 dieser Aktienkurs, der damals eingebrochen ist, sich nicht erholt hat. Verschiedene Gründe gibt es dafür. Eines ist dieses große Kaliwerk in Kanada mit Namen Bethune, das entwickelt wird, das langsam anläuft. Letztes Jahr ist es zum ersten Mal das ganze Jahr gelaufen, aber die Kapazität arbeitete bei 40-50% und diese Kapazitätsauslastung soll jetzt Jahr für Jahr erhöht werden, von 50-60% und so weiter. Also, da ist auch die große Hoffnung, dass dieses große neue Werk ganz andere Ergebnisbeiträge liefern wird und darauf setzen viele Aktionäre ihre Hoffnungen. Dennoch, im Moment trägt Deutschland noch den Großteil zum Ergebnis bei. Über 60-70% des letztjährigen Ergebnisses wird von deutschen Kaliwerken erwirtschaftet. Und da sieht man, es kann in Zukunft besser werden, wenn in Kanada jetzt nichts mehr schiefläuft. Die großen Anlaufprobleme, sie waren ja gar nicht so groß. Im Großen und Ganzen hat K+S dieses Werk ohne größere Probleme ja zum Laufen gebracht. Kleinere Probleme gab es immer, aber diese Problemchen scheinen vorüber. Die Qualität des Produkts scheint sich zu verbessern und damit natürlich auch die nächstjährigen 2019-2020 Ergebnisbeiträge. Der große Salzbereich, das ist das zweite Thema, das lieferte immer schon einen geringeren Ergebnisbeitrag, lief letztes Jahr gar nicht schlecht. Nordamerika war ein harter, ein langer Winter, da konnte viel Auftausalz, viel Streusalz verkauft werden und die Strategie ist ja im Salzbereich, sich mehr zu spezialisieren in ganz unterschiedlichen Branchen, denn Industriesalze werden in so vielen Branchen gebraucht. In der chemischen Industrie, aber auch bei der Chipherstellung oder beim Hausbau als Dämmmaterial. Und da ist eben die Strategie, auch in Asien, weltweit, diese Spezialsalzverkäufe deutlich zu steigern und diesen Auftausalzbereich etwas zurückzufahren, zumindest nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf zu legen, weil natürlich auch K+S bewusst ist, dass sich das Klima ändern wird langfristig und dass voraussichtlich die kalten, starken Winter eher weniger werden. Ja, wie sollen die Ergebnisverbesserungen erreicht werden? Zum einen, die Organisation ändert sich. K+S will näher an den Kunden. Das ja, finde ich immer wieder spannend, dass solche Konzerne plötzlich feststellen, wir müssen näher an den Kunden, aber auch K+S ist jetzt drauf gekommen, mit einer Matrix-Organisation weg von den Sparten. Von den bisherigen Sparten war eben die Unterteilung immer in Salz und in Kali und das soll jetzt aufgebrochen werden in einer Matrix-Organisation, die Segmente Industrie, Landwirtschaft, Privatverbraucher und Gemeinden, Kommunen natürlich mit dem Auftausalzgeschäft, Industrie mit den Spezialsalzen, Landwirtschaft mit dem Kali-Bereich, Kali als Düngemittel und die privaten Verbraucher beispielsweise, wenn es um den Hausbau geht, bei Dämmmaterialien. Und so will K+S eben deutlich näher an den Kunden. Und das zweite große Ziel ist natürlich, die Ergebnisse jetzt Jahr für Jahr zu steigern und die hohe Verschuldung, die auch durch dieses neue Werk in Kanada entstanden ist, zurückzuführen. Bereits 2020 soll sie halbiert werden, die Nettofinanzverschuldung, und die Cashflow-Beiträge sollen deutlich positiv werden und damit auch die Dividendenperspektive deutlich positiv. Also, es ist einiges in Planung bei K+S, aber Burkhard Lohr, der CEO, weiß auch, er muss jetzt liefern, denn die letzten Jahre waren keine guten Jahre, da war viel im Umbruch. Auch das letzte Jahr war geprägt durch diesen Dürresommer, der hat auch K+S in der deutschen Kali-Produktion stark belastet. Die Produktion musste im Sommer
ja, gestoppt werden in den großen Kaliwerken sogar, weil Abwässer in die Werra geleitet werden. Und da darf immer nur so viel eingeleitet werden, wie es die Werra verträgt. Und je niedriger der Pegelbestand der Werra, umso weniger Abwasser darf eingeleitet werden, was aus Umweltschutzgründen ja sinnvoll ist. Diese Abhängigkeit soll 2021 nicht mehr existieren, denn dann darf nichts mehr eingeleitet werden. Darauf hat sich K+S mit den Kommunen und mit den Umweltschutzverbänden und dem Gesetzgeber auch abgesprochen. Und dann sind andere Entsorgungswege geplant. Einige sind schon aktiv, sind schon im Anlaufen, andere sind noch in Planung. Aber K+S ist sehr zuversichtlich, dass sie dieses Ziel hinbekommt. Also auch was Umweltschutz betrifft, will K+S sich deutlich verbessern, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Die Dividende war nicht gut, die ist auch zurückgefahren worden von 35 auf 25 Cent. Auch das war natürlich ein großer Kritikpunkt, aber auch da versprach Burkhard Lohr, sobald eben diese Ergebnisbeiträge vor allen Dingen aus Kanada deutlich stärker werden, dann sollen auch die Aktionäre davon profitieren und dann wird auch die Dividende wieder deutlicher angehoben. Tja, es gibt Positives und es gibt Negatives, so wie es immer ist. Bei K+S sehe ich aber schon die große Chance, wenn jetzt in Kanada nicht mehr große Probleme auftreten, dass die zukünftigen Jahre wieder deutlich positiver werden. Ich weiß, viele kritische Aktionäre sehen eben die letzten Jahre im Vordergrund und können sich diese Ergebnisverbesserung nicht so richtig vorstellen, aber das macht eben meine antizyklische Strategie aus. Ich schaue mir am liebsten Unternehmen an, die eben die letzten Jahre in der Schwächephase waren. Jedes Unternehmen erlebt ja Hochs und Tiefs und gerade wenn so Schwächephasen sind, dann sind sie für mich interessant, wenn ich der Überzeugung bin, dass die langfristige Aussicht positiv ist. Das war's von meiner Seite von der K+S Hauptversammlung 2019. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Da findet morgen die Hauptversammlung von Fresenius Medical Care statt. Und wenn es die Netzverfügbarkeit wieder erlaubt, dann sende ich davon natürlich auch wieder Live-Berichte. Bis morgen und natürlich, wie immer, ich freue mich über Likes, über Kommentare, weil so die Videos deutlich stärker verbreitet werden, weil so auch mehr Menschen auf Aktien, auf das Investieren in Aktien ja, aufmerksam gemacht werden, denn letztlich müssen Aktien die höchsten Renditen erzielen. Es ist der Eigenkapital im Vergleich zum Fremdkapital und Unternehmen können auf Dauer nur funktionieren, wenn ihre Eigentümer die höchsten Renditen erwirtschaften. Ich freue mich auf morgen und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis morgen!